Und so begab es sich, dass er sie willkommen hieß bei The Secret of Monkey Island. Heute in einer Kirche. Wie auch immer. So, zurück auf Media Island mit unserem guten Freund Guybrush. Sag hallo, Guybrush. Hallo. Und wir werden uns heute mal langsam an die drei Prüfungen machen, denn ich möchte mal wieder ein bisschen vorankommen. Ja, beim letzten Mal haben wir, soweit ich mich erinnern kann, ein kleines Gespräch mit dem Piraten ohne Moral gehabt und dann noch einen kleinen Besuch bei der Voodoo-Tante. Nichts Essentielles, wenn ich mich nicht gänzlich täusche. So, was machen wir denn zuerst? Wir haben Schatzsuche, Diebstahl und Schwertkampf. Schwertkampf wird das sein, was uns am längsten auf Trab halten wird. Wir brauchen aber Geld, denn wir brauchen natürlich auch noch ein Schwert. Und den Diebstahl können wir nicht machen ohne eine Sache, die ich beim Schatzsuchen finde. Wir werden es so machen, wir werden mit der Schatzsuche beginnen. Das ist, glaube ich, das, was uns hier am besten voranbringt. Wenn ich mich natürlich täuschen sollte, dann werde ich später noch umschwenken. Aber ich glaube, die Schatzsuche wird uns als erstes Gebiet dann doch ganz gute Dienste tun. So, wir gehen jetzt auf die Overworld. Die haben wir noch gar nicht gesehen. Das hier ist also die Overworld von Monkey Island. Hier sehen wir ein paar Punkte. So, hier Lichtung, Brücke, Lichter, Haus. Die werden alle später noch wichtig. Aber jetzt ist erstmal die Lichtung hier am wichtigsten. Und da ist Guybrush. Guckt mal, wie er da lang geht. Hat er was Rotes an? Nicht wirklich. So, jetzt geht erstmal hier in den Zirkus. Der Zirkus ist so klasse. Und schauen wir uns den mal an. Oder auch nicht. Ich würde ja hineingehen, aber bei Schießbüffern muss ich niesen. Aha. Nun, ich habe mir letzte Woche bei der Löwennummer die Hand verletzt. Ich glaube nicht, dass der Kratzer so viel wiegt wie meine Allergie. Aha. Du Betrüger hast sogar keine Allergie. Los, ab in die Kanone mit dir, du Drückeberger. Nein, du gehst in die Kanone. Nein, du gehst in die Kanone. Feigling. Angsthase. Waschlappen. Memme. Blutsauger. Ausbeuter. Das da drüben sind übrigens Mario und Luigi. Ihr seht ja, was die beiden machen, wenn sie mal nicht über Blöcke hüpfen, mit Yoshi durch die Welt gehen und eine Prinzessin retten. Gibt es hier zufällig eine Toilette? Ich verkaufe diese tollen Lederjacken. Das ist der beste Spruch. Den finde ich so gut. Der zieht sich auch übrigens durch die gesamten Spiele rein mit den Lederjacken. Ich finde es gut. Könnte ich wohl ein Trampolin leihen? Warum habt ihr diese seltsamen Anzüge an? Meine Herren, ich verkaufe diese tollen Lederjacken. Sag mal, Junge, wie gefällt dir einmal im Leben eine Chance? Ein irrsinniges Kunststück, ein todesmutiges Kunststück. Nur nicht richtig todesmutig, ein gefährliches Kunststück. Nein, nicht wirklich gefährlich, ein einfaches Kunststück, aber aufregend. Mit den unglaublichen, wagemutigen, akrobatischen und überall wohl bekannten, fantastischen fliegenden Fidogini Brothers. Das sind wir. Mein Bruder Alfredo und mein Bruder Bill. Na, ist das was? Ja, das ist natürlich was. Es ist ganz einfach, wirklich. Ja, sehr einfach. Siehst du die Kanone hier? Ja. Alles, was du tun musst. Ja, ich steige in die Kanone. Und wir schießen dich heraus. Quer durch das Zelt. Nichts Schweres. Alles sehr sicher, natürlich sehr, sehr sicher. Sieh. Also, was sagst du dazu? Bill klingt nicht sehr italienisch. Bevor ich jetzt hier weitermache, kleine Info an euch. Nicht nur, dass die beiden hier italienisch aussehen und vor allem Alfredo auch ein ziemlich italienisch klingender Name ist. Glaubt nicht, dass es der einzige Grund ist, warum ich den beiden hier einen italienischen Akzent gebe. Denn, wenn ich mich recht entsinne, haben die beiden in der Special Edition von Monkey Island, da gibt es auch Sprachausgabe, wirklich einen italienischen Akzent und... Also, es liegt nicht an mir. Okay, ich tu's. Wie viel zahlt ihr denn? Vergesst das lieber. Vergesst es. Wie sieht's denn mit Bezahlung aus? Ich meine ganz umsonst. Wie wäre es mit 478 Goldstücke? Das klingt nach einem fairen Preis. Hast du einen Helm? Nein. Wieso? Brauche ich einen? Natürlich habe ich einen Helm. Für was für einen Idioten haltet ihr mich denn eigentlich?
Ein ganz Brain AFK bin ich noch nicht, meine Freunde. Nun, dann sage mal her. Wir wollen sicher sein, dass es sicher ist. Ihr sollt sie nicht wehtun. No. Auf keinen Fall. So, ich mache jetzt mal wieder hier die Sprachgeschwindigkeit nach oben, denn ich dachte eigentlich, wenn die beiden auf einen zugehen, dass die dann nicht so extrem ausraschen, aber da habe ich mich wohl vertan. So, dann zeigen wir ihnen doch mal den Topf, ich meine natürlich Helm. Ja, das würde als Helm ausreichen, denke ich mal. Jetzt können wir loslegen. Geh einfach hierhin, Junge. Nun setze den Helm auf. Und steig in die Kanone. Und wir kümmern uns um die Rest. Echo, 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 Echo. Es klappte. Ich bin so erleichtert. Hey. Bist du okay? Wo ist mein Helm? Ich bin Bobbin. Bist du meine Mama? Ja, ich bin Bobbin. Wo ist meine Mami? Ihm geht's gut. Bueno, bueno. Hurra, wir wurden soeben vor einem finanziell verdammten Schadenersatzprozess bewahrt. Ihr ist sehr gelb, mein Herr. Nur ein kleiner Ausweg für Ihre Hilfe. Wir sollten nur etwas genauer zielen, denke ich. Sieh, ich versuche jetzt als Nächster. Nein, ich bin in der Nächste. Nein, ich bin in die Nächste. Nein, ich. Du Drückeberger. Verlierer. Rüpel. Fatzke. So Leute, wir haben jetzt 480 Goldstücke. Wir haben uns doch ein bisschen Geld dazu verdient. Können wir nochmal zu den beiden reingehen? Diese seltsamen Spaghetti-Brüder sind immer noch... Die Spaghetti-Brüder, ich krieg mich nicht. Oh, scheiße. Ich habe nie versucht, da nochmal reinzugehen. Die Spaghetti-Brüder. Gut, gehen wir zurück. Denn wir müssen uns ja noch unsere Karte kaufen. Und jetzt haben wir genug Geld, damit wir uns endlich die Karte leisten können. Die Spaghetti-Brüder. Und ich dachte, ich übertreib's mit meinem italienischen Akzent. Guybrush, du hast heute den Vogel abgeschossen. Ja. Wir haben hier die Tür offen gelassen. Können wir die nicht zumachen? Diese Tür? So. Es zieht unangenehm. Und auch Piraten haben mal eine Erkältung. Gut. Dann würde ich sagen, reden wir mal mit diesem wirklich seriös dreinblickenden Bürger. Entschuldigen Sie aber, haben... Oh, du bist es wieder. Du bist wegen der Karte zum verlorenen Schatz von Mealy Island wiedergekommen, wie? Sie kommen alle wieder. Hast hoffentlich diesmal genug Gold dabei, mein Freund? Natürlich habe ich das. Und gib ein tolles Geschenk ab. So eine Mal-nach-Zahlen-Karte. Also bitte sehr, eine weise Entscheidung, mein Herr. Nun sich ab. Dann würde ich sagen, gucken wir uns die Karte doch mal an. Wohin müssen wir denn jetzt eigentlich? Ja, mal gucken. Hey, der Kerl hat mich reingelegt. Das ist gar keine Karte. Das sieht aus wie... Tanzschritte. Bam, bam, bam. Tanz den Affen. Hinten 2, 3, 4. Links 2, 3, 4. Rechts 2, 3, 4. Links 2, 3, 4. Rechts 2, 3, 4. Hinten 2, 3, 4. Rechts 2, 3, 4. Links 2, 3, 4. Hinten cha, cha, cha. Tanz den Affen. Ein wunderschöner Tanz. Aber für den aufmerksamen Spieler, hier vorne, hinten, links, rechts, hinten, rechts, links, hinten. Das ist die Botschaft. Scheiße, ich wollte es gerade aufschreiben. Die brauchen wir. Denn die werden gebraucht, diese Schritte. Also passt auf. Hinten, links, rechts, links. Rechts, hinten. Rechts, links, hinten. So, gut.
Jetzt ist die Frage, wo muss ich da nochmal ganz genau hin? Schade, dass es kein... Oder dass es kein Menü gibt, sozusagen, wo wir auf die Overworld zurückkommen können. Aber schaut euch mal das hier an. Schaut euch doch mal dieses Panorama hier an. Wunderschön. Einfach nur... Wonderful. Wonderful, wonderful, wonderful. Unglaubliche Dinge, die sich hier abspielen. Zustände wie in der Karibik. Nee, also... Für 1990 ist das Spiel wirklich schon... richtig geil. Aber ich finde, so den richtigen Humor, den sie damals in den Spielen hatten, wie zum Beispiel die Spaghetti-Brüder, den haben sie so ein bisschen verloren in den heutigen Spielen, aber gut. Ich bin ja sowieso so ein Retro-Liebhaber. Und ja, zu der Gabelung müssen wir. Okay, wie war das jetzt nochmal? Hinten war, glaube ich, das hier. Jetzt müssen wir jetzt hier halt unseren Weg durchbahnen. Ah, die gelben Pflanzen, genau. Nein, was sind die denn schön gelb? Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal eine mit. Wunderbar, jetzt haben wir eine gelbe Blume. Eine bestechend gelbe Blume. Wunderschön. Nach links. Es ist jetzt natürlich ein bisschen schade für euch, dass ich jetzt hier nicht groß rätseln muss. Ein Lagerplatz, was ist denn das? Sieht wie ein alter verlassener Lagerplatz aus. Okay, das ist mir nie aufgefallen. Nee, es ist ein bisschen schade für euch, dass ich das Ganze schon mehr oder weniger kenne. Und mehr oder weniger auswendig. Aber für diejenigen, die auch beim nächsten Monkey Island Teil dranbleiben wollen, also bei LeChuck's Revenge, den Teil kenne ich nicht. Den kenne ich von einmal anschauen von vor 4 Jahren. Und ich habe keine Ahnung, wie der nochmal ganz genau ging. Also da werde ich viel, viel mehr rätseln müssen. Also, so viel sei schon mal versichert. So, jetzt nach links. Da werde ich wahrscheinlich nicht in 10 Parts durch sein. Nach rechts. Kleine Info, hier an dem Baumstumpf, wenn man den jetzt anspricht oder anschaut, dann kann man, glaube ich, irgendwie ein anderes Spiel starten. Da musste man damals eben Diskette einlegen und was weiß ich alles. Ich habe ja CD. Also, keine Ahnung, wie das lief. Auf jeden Fall konnte man, glaube ich, irgendein anderes Spiel... Da sagt er irgendwas, ja, das sieht aus, als würde da ein Loch sein, Katakomben und so weiter. Ich habe keine Ahnung. Müsst ihr selber probieren, wenn ihr das Spiel selber noch habt. So, nach hinten. Nach rechts. Das ist nochmal ein Stein und eine Pflanze. Schaue ich jetzt nicht an. Und jetzt noch nach links. Und nach hinten. Wunderbar. Wir sind, glaube ich, da. Na, schön, wenn ich jetzt eine Schaufel hätte. Scheiße! Ich brauche eine Schaufel. Fail! Ach nö, Gott, war das... Scheiße! Jetzt wollte ich besonders klug sein und alles und dann habe ich die Schaufel vergessen. Denn wir müssen erstmal die Schaufel kaufen. Ach, scheiße. Okay, zurück. Das heißt, wenn ich jetzt viel, viel Pech habe, dann werde ich den Schatz in diesem Part nicht mehr bergen. Wir haben ja noch 380 Goldstücke. Erinnert ihr euch an den alten Kerl, an den Krämerladen, der da hinten ist? Da waren wir ja beim letzten Mal. Da hätte ich mir eine Schaufel kaufen müssen, damit wir den Schatz ausbuddeln können. Aber ich habe das vergessen. War das hier? Ne, hier war die Voodoo-Tussi. Ich glaube, das war ein zweiter. Oder war das hier? Nö, es war nicht hier. Okay, jetzt bin ich verwirrt. War das doch da durch? Hm. Verzeiht mir übrigens, dass ihr im Hintergrund, wenn ich anfange zu reden, so ein leichtes Rauschen hört immer. Das liegt daran, dass hier eben mein Mikrofon nicht auf die ganze... Guten Tag. Nicht auf die Stille im Spiel klarkommt. So, hier rein müssen wir. Genau. Hallo, du Grünsnabel! Na, alles mit dem Schritt. Hier ist ein Schwert. Und da oben ist die Schaufel, genau. Die wollen wir haben, die beiden Sachen. Jetzt haben wir auch genug Geld. Können uns das theoretisch gesehen leisten. Dann nehmen wir die Schaufel mal. Und nehmen uns auch gleich das Schwert mit. Nicht denken, kaufen!
Slashmaster, wenn Sie ein Schwert so scharf wie Ihren Verstand wollen. Ja, dann bräuchte ich jetzt ein Buttermesser. Kannst du dich etwas beeilen? Nein, lass mich in Ruhe. Ich wollte heute früher schließen. Dann reden wir mal mit ihm. Mein Freund, wie sieht's denn aus? Wie muss ich das nochmal machen? Benutze das Schwert? Nee, das klappt ja nicht. Was willst du denn? Wegen diesem Schwert hier. Was ist damit? Willst du es verkaufen? Wie viel kostet es? Was ist der Preis für dieses wunderbare Schwert? Es kostet 100 Goldstücke. Nimm's oder nimm's nicht. Oder nimm zwei. Ich nehm's natürlich. Das ist jetzt meins, ne? Prima! Die besten 100 Goldstücke, die du je ausgegeben hast. Was willst du denn noch? Wegen diesen Schäuflein hier. Ich habe den passenden Eimer für meinen Sandkasten, aber die Schaufel fehlt mir noch. Wie viel kostet diese Schaufel denn? Noch so ein Schatzsucher, wie? Die kostet dich 75 Goldstücke. Natürlich nehme ich die ebenfalls. Prima! Die zahlt sich schnell aus, glaub mir. Die buddelst die ist ganz schnell wieder aus, diese 75 Goldstücke. Schneller als du denkst. Aber lass den anderen auch was vom Schatz übrig. Was willst du denn noch? Erstmal gar nichts mehr von dir. Dankeschön, ich sehe mich nur mal um. Sei mein Gastbursche. Gut, jetzt haben wir genau die Schaufel, die ich haben wollte. Ich mach mal den Timer aus. Mache ich das jetzt folgendermaßen, dass ich... Nein, komm, das machen wir noch on-screen. Ich habe gerade überlegt, ob ich kurz offscreen zu dem Schatz laufe, aber ich glaube, muss ich nicht machen. Es geht schnell. Aber, also ich habe dieses Spiel bestimmt schon 10 bis 15 Mal durchgespielt in meinem Leben und trotzdem habe ich die Schaufel vergessen. Ich bin so blöd. Ja, fürs Schatzsuchen braucht man eine Schaufel. Piratenregel Nummer 1. Aber gut, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen was geschafft. Ach Mensch, das ist einfach nur so blöd. Ich vergesse ernsthaft die Schaufel. Okay, gut. Schaut mal, das ist ein Pirat. Ein hässlicher Pirat. Gott, bist du hässlich. Nein, hier will ich hin. Okay, wie war das jetzt nochmal? Hinten? Da dum 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 dum. Nach links, dann nach rechts. Na, Guybrush, wie sieht's aus mit uns beiden? Dann würde ich sagen, du gehst nach links. Dum, dum. Nach rechts. Nach hinten. Sag mal, was ist denn das gerade für ein blöder schwarzer Balken da an der Seite? Gehört der da dazu? Wo bin ich jetzt hin? Nach hinten. Jetzt bin ich durcheinander. Bin ich schon nach hinten gegangen? Dann gehe ich mal nach rechts. Sehen wir ja gleich. Nach links. Ah, okay, ich bin richtig. Gut, 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 gut. Okay, da sind wir. Was steht hier? Geh zur Plakette. Der verlorene Schatz von Mealy Island. Dieses historisch exakt rekonstruierte Stück aus der Geschichte von Mealy Island erfreut schon seit Generationen Piratenanwärter und ihre Familien. Wunderschön. Bedenken Sie, es gibt noch mehr Piraten auf der Insel. Also nehmen Sie nicht gleich alles mit. Lassen Sie etwas vom Schatz für den Nächsten da. Gut, was haben wir hier noch? Eine Markierung. Hier liegt ein Schatz von so unglaublichem Wert, dass Sie ihn schon ausgraben müssen, um es zu glauben. Gestiftet von der Mealy Island Handelskammer. Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, dann buddeln wir jetzt hier noch ein bisschen. Benutze Schaufel mit X. Und das sollte nicht allzu lange dauern. Na geil, Brush, dann mach mal. Ja, so wird es heute nichts mehr. Wenige Stunden später. Na geil, Brush, hast du ja richtig fix gemacht, mein Freund. Aha, ich bin auf etwas Hartes gestoßen. Auf meinem Humor? Oh Mann! Es ist ein T-Shirt. Nicht meine Größe, aber immerhin ganz nett. Na wunderbar. Nun, dann räume ich mal wieder die Erde hier weg. Jetzt ist der schwarze Balken nicht mehr da, also ich denke, dass der zum Spiel gehört. Noch ein paar Stunden später.
Und zwar so lange später, bis der alte Erzähler genug hatte und wir einen neuen engagierten mussten. Gut, Leute, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und zwar auf der Overworld. Ich werde jetzt direkt zur Overworld gleich gehen und von da dann aus weitermachen. Ich habe jetzt gerade noch Bock, ein Spielchen Monkey Island aufzunehmen. Und jo, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss. Verflixt, das passiert mir jedes Mal wieder. Verdammt.